auf der Offerta entdeckt aus dem Trend- und Medienforum. Herzlich willkommen. Ganz viele Sportler sind auch bei der Offerta zu Gast, unter anderem Vorzeige Rhein Bruder Björn Goldschmidt. Schön, dass du heute hier bist. Hallo. Hast dich schon ein bisschen umgeschaut, glaube ich, auf der Offerta. Warst auch am Stand der Bäderbetriebe und du hast vorhin erzählt, fand ich ganz spannend, ihr Kanuten, ihr trainiert im Winter, wenn es zu kalt ist, auch gerne mal in städtischen Bädern. Wie kriegt ihr eure Kanus denn da ins Schwimmerbecken? Erzähl. Ja, also wir nehmen unsere Kanus dann nicht mit ins Schwimmbad. Wir gehen dahin, um zu schwimmen, was man ja auch im Schwimmbad macht, und drehen da dann unsere Bahnen ohne Boot. Und genau, ja, jetzt bin ich hier am Stand bei den Bäderbetrieben. Ein Freund von mir macht mit den Bäderbetrieben zusammen Aqua-Fitness-Kurse und stellt hier speziell auf der Offerta das Aqua-Spinning vor, oder Aqua-Cycling, muss man jetzt sagen. Und ja, deswegen bin ich jetzt hier. Warum ist es wichtig für einen Kanuten, dass er schwimmt? Ist es nur für die Konditionen? Oder ich denke, das Wichtigste sind ja die Arme eigentlich, oder? Ja, also beim Schwimmen belastet man auch die Arme, im Speziellen dann auch die Rückenmuskulatur, die auch beim Kanufahren sehr wichtig ist. Und deswegen gehen wir auch schwimmen, um halt auch dann die allgemeine Fitness weiterhin oben zu halten, über den Winter dann halt. Aber ihr seid nicht nur zum Trainieren in Bädern, ihr macht schon auch mal Aktionen. Also ganz so blöd war meine Frage mit den Kanus im Becken nicht. Also man kann euch auch da mal durchaus anfassen und kennenlernen. Genau, also es ist so, dass wir auch schon, im Speziellen dann auch ich, mit dem Jürgen Reha, der die Aqua-Fitness-Kurse macht, bei so einer Aqua-Jogging-Night im Weiherhofbad in Dullach ein Kanu dabei hatten, meinen Rennkajak. Und da war es dann so, dass da halt die Leute, die wollten, sich da auch mal reinsetzen konnten. Die meisten sind reingefallen, weil unsere Boote doch sehr wackelig sind, aber es ist halt doch angenehmer, ins Schwimmbad zu fallen, wie im Augenblick in Rheinhafen, wo das Wasser doch deutlich kälter ist. Aber euch macht das nichts aus? Also ihr könnt da das ganze Jahr hindurch rudern, paddeln? Rudern oder paddeln? Erklär mal. Paddeln ist richtig. Paddeln. Ne? Also paddeln ist richtig, weil rudern tut man rückwärts. Und wir fahren vorwärts. Genau. Okay. Das ist so der entscheidende Unterschied für den Laien, der von außen das Ganze mal anguckt. Ja. Nee, ja. Ihr seid auch im Winter unterwegs. Genau. Wir sind also auch im Winter unterwegs. Bei uns ist es egal, weil wir fallen eigentlich im Normalfall nicht mehr rein. Und das ist das eigentlich Gefährliche dann im Winter, dass wenn man reinfällt, kann es einen Kälteschock geben. Das passiert bei uns nicht mehr, weil wir nicht reinfallen. Und solange der Rheinhafen nicht zugefroren ist, gehen wir paddeln, ja. Gibt es aktuell Wettkämpfe oder ist es da im Winterhalbjahr ein bisschen ruhiger? Nee, also ich hatte jetzt Wettkampfpause, Saisonpause auch. Habe jetzt erstmal 1,5-2 Monate so gut wie gar nicht trainiert, so ein bisschen Rennradfahren, sowas, was man halt so aus Spaß und Freude macht. Das ist jetzt zu Ende, leider. Jetzt fangen wir wieder mit dem richtigen Training an. Ab Montag heißt es wieder jeden Tag ran. Und die Wettkämpfe gehen dann erst wieder im Frühjahr, im April los, mit der nationalen Qualifikation für die Weltmeisterschaft nächstes Jahr, die in Poznan stattfindet. Und nebenbei läuft noch dein Studium. Genau, im Winter bin ich jetzt mehr Student wie Leistungssportler, dass ich auch irgendwann mal mein Maschinenbaustudium an der Uni fertig kriege. Und genau, deswegen ein bisschen mehr studieren, paddeln ein bisschen früher am Tag. Also es wird so auf kurz vor 7 rauslaufen, dass ich dann aufs Wasser gehe. Ja, und abends dann noch Krafttraining und ein bisschen allgemeine Fitness, schwimmen oder laufen. Und so komme ich dann über den Winter. Das Studium ist dir wichtig? Bei einem Fußballer wäre das ja undenkbar, Profifußballer und gleichzeitig irgendwie noch ein Studium durchziehen? Also wenn ich Fußball spielen würde auf dem Niveau, wo ich den Kanu-Rennsport betreibe, dann müsste ich mir über mein Studium keine Sorgen mehr machen. Da wäre ich locker durch. Wie lange studierst du schon, wenn ich fragen darf? Ich studiere seit dem Wintersemester 2002. Das heißt, es dauert dann halt ein bisschen länger. Oder wie kriegt man das unter einen Hut mit den Wettkämpfen? Genau, also das Studium dauert definitiv länger. Man ist im Sommer viel dann auf Wettkämpfen unterwegs, im Winter in Trainingslagern. Da ist es dann halt so, dass es mit der Uni einen Kooperationsvertrag zwischen dem Olympiastützpunkt und der Universität gibt, dass ich eine Mentorin an der Uni habe, die mir hilft, meine Klausuren flexibler zu legen. Natürlich bin ich auf die Mithilfe der einzelnen Professoren angewiesen, weil im Endeffekt, die sind ja diejenigen, die mir die Klausuren dann stellen. Aber da gibt es eigentlich keine Probleme, die helfen mir und dadurch bin ich in der Klausurgestaltung sehr flexibel und kann mir eigentlich die Klausuren so legen, dass ich nicht im Trainingslager bin, sondern im Trainingslager lerne und dann zu Hause die Klausur schreibe. Und wie kam es zum Maschinenbaustudium? Viele studieren ja Sport, wenn sie schon nebenbei oder hauptsächlich Sport machen. Ja, das ist jetzt eine gute Frage, wieso, weshalb. Also ich habe mich schon als Kind immer für Technik interessiert. Ja, wie ich so in dem Alter war, da kam gerade Lego-Technik ganz neu auf den Markt, da war ich total begeistert davon und hatte schon immer so ein Faible für Technik und daher stand für mich nie zur Debatte, ob ich Sport studiere, weil ich bin nicht der geborene Trainer, definitiv nicht. Und deswegen studiere ich Maschinenbau und bin damit auch stolz, oder was heißt stolz, bin damit zufrieden und denke schon, dass ich da das Richtige getroffen habe. Warum nicht der geborene Trainer? Woran merkt man das? Ja, woran merkt man das? Ich sag mal, ich sehe es immer bei meinem Trainer, dem Detlef Hoffmann, ja, der muss dann da immer gucken, dass er alle unter einen Hut kriegt und
ah, jetzt ist der schlecht drauf, dann muss er den wieder ein bisschen aufpäppeln und sowas. Das liegt mir einfach nicht. Da bin ich zu viel Egoist und sage dann einfach, es ist mir doch scheißegal, wenn der jetzt keinen Bock hat. Ja? Und deswegen wäre ich, glaube ich, kein Trainer, der seine Sportler wirklich voranbringt. Du hast dich jetzt schon ein bisschen auf der Offerta umgeschaut. Gibt es irgendwelche Highlights, die dir ins Auge gestochen sind? Was können die Leute hier erleben? Ja, also ich als Maschinenbaustudent bin natürlich fasziniert vom Stand der Fachhochschule Karlsruhe, die mit ihrem Formula Student Autos da sind. Das ist so eine Rennserie für Studenten, die die Autos komplett selber entwickeln. Das finde ich persönlich natürlich ein schönes Highlight. Da kann man sich die Technik auch mal von den Leuten, die sie wirklich bauen, planen und entwerfen, auch mal erklären lassen. Aber auch die Rheinbrüder sind vertreten unter der Woche noch. Habt ihr auch einen eigenen Stand? Genau, nächste Woche Donnerstag sind wir von 12 bis 16 Uhr mit unseren Booten hier. Ich weiß nicht genau wo, das erfahre ich dann, aber irgendwo in der Halle 1 müsste das sein, bei den ganzen Sportbereichen. Vorzeigekanut Björn Goldschmidt, zu Gast bei uns hier im Trend- und Medienforum bei Auf der Offerta entdeckt. Vielen Dank, dass du da warst. Und die Rheinbrüder präsentieren sich also unter der Woche auch mit einem Stand hier auf der Verbrauchermesse Offerta. Bis zum nächsten Mal, machen Sie es gut. Tschüss.